Wir haben einen spannenden Vortrag zum Thema besseres Wetter dank frei und kostenlos zugänglichen Metadaten. Das ist eine Fragezeichen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Die Live-Demo brauche ich nicht zu machen. Ich glaube, die meisten haben in der Kaffeepause ein paar Atemzüge frische Luft genossen. Und in dem Sinn auch die Antwort auf die Frage meines Referats gekriegt, besseres Wetter dank freien, kostenlos zugänglichen Metadaten. Die Antwort ist selbstverständlich nein. Das Wetter ist eines der wahrscheinlich einflussreichsten oder der beeinflussendsten Open-Source-Güter, die es überhaupt gibt. Nur merken es die meisten gar nicht, außer sie werden einmal im Regen erwischt ohne Schirm oder vielleicht am nächsten Dienstag um 4 Uhr, wenn sie dann Lust haben, auf ein Bier. Mehr dazu in ein paar Minuten. Trotzdem haben die Meteodaten und insbesondere der freie Zugang, der kostenlose Zugang, eine nicht zu unterschätzende Demokratiewirksamkeit. Ich sage dem jetzt einmal so, aufgrund der verschiedenen Diskussionen oder Vorträge, die wir bereits gehabt haben. Weil wir sprechen von Klimapolitik, wir sprechen von Klimarappen, wir sprechen von Klimaveränderung, wir sprechen von neuer Klimapolitik nach Fukushima und so weiter und so fort. Aber wer spricht eigentlich von den Klimadaten? Das ist doch die allerwichtigste Entscheidungsgrundlage, wenn wir über Klimapolitik sprechen. Und damit wird das Klimadatenarchiv zu einem der zentralen politischen Entscheidungsgrundlagen. Deshalb sprechen wir auch von Government Data, weil der Bund unterhält ja ein Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, auch wenn die meisten, die in der Öffentlichkeit auftreten, dann private Wetterdienste sind, die von den Datenleistungen des Bundesamts profitieren. Die Ausgangslage präsentiert sich so, dass ein nationaler Wetterdienst, wie das die Meteo Schweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ist, über eine Vielzahl von Erfassungssystemen verfügt, um das aktuelle Wetter zu erfassen. Ich habe hier auf dem Slide von links außen Wetterradar über Radios, Wetterballone, über den internationalen Datenaustausch und andere Systeme einige aufgelistet. Wesentlich ist auch, dass das Wetter ja nicht an der Landesgrenze Halt macht. Und wir sind über einen internationalen Datenverbund mit allen Ländern der Welt verbunden. Und lange bevor das WWW erfunden wurde, hatten die Meteorologen schon ein sogenanntes Global Telecommunication System. Ich sage immer, das war so das 50-Bo-WWW, das über Fernschreiber funktioniert hat. Wir haben schon in den 50er Jahren mehr oder weniger Echtzeit die Wetterdaten von Argentinien zur Verfügung gehabt. All diese Informationen, diese Daten werden in einer Datenintegrationsplattform zusammengefügt. Sie können sich das so ähnlich vorstellen wie das Beispiel, das vorher vorgestellt wurde von den SBB. Nur gibt es nicht nur einen Sensortyp und wir messen nicht nur die Temperatur der Wagenachsen, sondern wir messen ganz viele verschiedene atmosphärische Zustände. Wir kriegen pro Tag Größenordnung 10 Millionen Messwerte in unsere Datenbank hinein und verbreiten die dann wieder auf die in der unteren Hälfte des Slides dargestellten Nutzergruppen. Gleichzeitig können wir das Wetter auch vorausberechnen mit Computern. Wir haben physikalische Modelle, die es erlauben, den Zustand der Atmosphäre bis auf hunderte Jahre vorauszuberechnen. Und in dem Sinn stecken wir als Klimatologen, als Meteorologen so in der Mitte eines riesigen Datensumpfes, den wir versuchen, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vieles davon ist schon zugänglich, das finden Sie auf www.meteoschweiz.admin.ch, real-time aufdatiert, zeitverzugslos, alle 10 Minuten, also die zeitnahe öffentlich zugängliche Information, die ist umgesetzt und hier sehen Sie auch die Wetterprognose für das kommende Wochenende, spätestens am Sonntag Badewetter und ich habe den Biergelust am nächsten Dienstag angesprochen. In der ganzen Schweiz Temperaturen über 30 Grad. Also Sie können sich auf ein schönes Wochenende und auf einen warmen, heißen Sonnenwochenanfang der nächsten Woche freuen. Wir haben in verschiedenen Vorträgen auch gehört, dass es Trade-offs gibt. Es gibt Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit der
wenn man über die offen oder die offen zugänglichen Daten spricht. Es geht darum, über Verfügbarkeit, Qualität, Aussagekraft oder auch Rückführbarkeit auf Standards. Ich habe hier einige Dinge eingerahmt, die wir auf unserem Webportal entsprechend zur Verfügung haben. Sie finden Informationen über die Verfügbarkeit oder eben Nichtverfügbarkeit, wenn es Störungen gibt. Und Sie können auch sicher sein, dass wenn Sie unter www.meteoschweiz.ch die Daten beziehen, dass die nach internationalen Standards erhoben sind und die Daten vergleichbar sind. Und das ist ja dann bei der Interpretation oder wenn Sie Schlüsse ziehen, daraus eines der wesentlichen Merkmale. Ganz kurz zur Ausgangslage international. Es gibt über die Weltmeteorologieorganisation, wie bereits erwähnt, den internationalen Datenaustausch. Wenn Sie hier schauen, was frei verfügbar ist über Europa, dann denken Sie, hoppla, das ist schon sehr viel. Wenn Sie da etwas reinzoomen, dann merken Sie, aha, das ist nicht mehr so viel. In der Schweiz sind es noch 7 Stationen, die öffentlich zugänglich sind, international. Und wenn Sie da über den Joran, über den Guckiföhn oder den Hintertüpfelkonner Lokalwind eine Aussage machen wollen, dann ist das natürlich hoffnungslos zu wenig. Länder mit Datenfreigabe, meteorologische Daten, klimatologische, weltweit gibt es sehr wenige. Es sind im Moment sind es 5 Länder, die ihre meteorologischen Datenbestände vollumfänglich frei zugänglich machen. Norwegen, die Niederlande, Spanien, dann Neuseeland und die USA. Die USA hat traditionellerweise auch bei anderen Datenbeständen, wie wir das gehört haben, eine etwas andere Politik. In Europa ist die Datenfreigabe nach wie vor sehr restriktiv. Den Nutzen, wenn wir von der Ausgangslage zum Nutzen gehen, die Kunden oder die Bezüger der Meteoschweiz, Öffentlichkeit, dann die ganzen Medien, letztlich, wenn Sie in irgendeinem Medium hören, wir haben heute in Adorf so und so viel gemessen, dann hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie gemessen und nicht derjenige, der es sagt, er verbreitet diese Information. Das Militär, die Fliegerei, Flugsicherung, Wirtschaft und eben die privaten Anbieter. Zusätzlich ein ganz wichtiger Kunde, die Lehre und die Forschung. Der Nutzen ist die Transparenz. Das ist eine Auslegeordnung der Produkte, der Erzeugnisse, die Sie bei Meteoschweiz beziehen können. Ganz kurz, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der Bund stellt der Meteoschweiz jedes Jahr etwa 80 Millionen zur Verfügung. Wenn wir die Anstrengungen der Kantone und der Gemeinden dazu nehmen, verdoppeln wir jetzt einmal den Aufwand, etwa 160 Millionen, 150 Millionen. Volkswirtschaftliche Nutzen ist 1, die Hebelwirkung ist 1 zu 5, also pro Steuerfranken, den Sie für Wetterzwecke abliefern, kriegen Sie einen 5 lieber zurück. Weiterer Nutzen ist die Innovation. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Screenshot der gemeinsamen Informationsplattform für Naturgefahren. Das ist so eines der ersten großen Datenintegrationsprojekte, das in der Bundesverwaltung für die Naturgefahrenfachstellen erarbeitet wurde, wo alle möglichen Informationsquellen zusammengefasst sind. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Nutzen, zur Kosteneinsparung. Auf dieser Karte sind alle Wetterstationen dargestellt, die es in der Schweiz gibt. Also soll keiner mehr behaupten, es gäbe nicht genügend Wetterstationen in der Schweiz. Es sind 1600, die von der öffentlichen Hand betrieben werden. Davon sind etwa 600 vom Bundesamt und knapp 1000 von Kantonen oder von Gemeinden. Und was wir daran sind, ist eine nationale Integrationsplattform aufzubauen, dass wir eben auch die verschiedenen Verwaltungsebenen kombinieren können und eine Durchlässigkeit sicherstellen und dann gemäß einem Standard die Daten weitergeben können. Die Umsetzung des freien Datenzugangs. Sie wissen vielleicht, dass das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie sich in einer generellen Reform befindet, wie das der Bundesrat angeordnet hat. Ich bin zuständiger Projektleiter für diese generelle Reform. Wir sind am Schluss oder am Ende des Entwurfsprozesses für das neue Gesetz. Und dort geht es eigentlich darum, dass wir neu den Zugang zu den Daten insofern liberalisieren, indem die Daten und ein Basisangebot von Dienstleistungen kostenlos und frei über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Umsetzung ab 2014, verbunden mit einem Verlust an Gebühreneinnahmen für uns, den wir intern haushaltneutral kompensieren.
Die Motivation dafür ist vielfältig, Vereinfachung des internationalen Austauschs, wie oft gehört heute die vermehrte Anwendung der Daten, der volkswirtschaftliche Nutzen, dass wir die vorhandenen Download-Services besser nutzen. Im Moment ist das etwas eingeschränkt und dann geht es auch letztlich darum, die Inspire-Direktive umzusetzen. Die Rahmenbedingungen habe ich bereits erwähnt und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen dann ein schönes Wochenende.